Ein bisschen Haushalt ist doch halb so schlimm, sagt mein Mann, hieß ein Schlager vor vielen, vielen Jahren. Und jetzt kriegt diese Schlager plötzlich einen gewissen Inhaltsgehalt, einen gewissen Wahrheitsgehalt. Denn jetzt kann man wirklich sagen, mit den richtigen Utensilien, das bisschen Haushalt ist doch halb so schlimm. Und zwar genau dann, wenn es jemand anderes für mich macht. Und damit meine ich nicht eine Putzfrau, die man engagiert, oder irgendjemand anders, den man dazu nötigt, sondern ich meine Helferlein im Haushalt, die mir die Arbeit abnehmen. Ich kann denen zuschauen oder diese Zeit, die ich dadurch spare, natürlich mit nützlichen Dingen verbringen. Und beginnen tun wir hier mit einem wunderbaren Wischroboter. Und schauen Sie mal, wie schlank und elegant der ist. Den schalte ich einfach nur ein und mit dem richtigen Aufsatz, den ich hier auflegen kann, dann wischt er mir den Staub. Er entfernt mir Tierhaare, er entfernt mir natürlich auch die Staubbollen oder Staubfuseln, die überall rumhängen. Und durch die flache Bauweise geht er natürlich auch unter Schränke, er geht unter Sofas, er geht unter Umständen auch unters Bett. Und das fast geräuschlos und vor allem, ich kann mich zurücklehnen und kann dabei, so wie es Harry hier jetzt macht, ein gemütliches Buch lesen. Und hier sind wir sehr, sehr flexibel. Dieser Wischroboter ist für alle Untergründe, die flach sind, bestens geeignet. Egal, ob Sie Parkett haben, ob Sie Laminat haben, ob Sie Fliesenboden haben oder PVC. Ganz, ganz egal. Und da können auch ohne Probleme leichte Unebenheiten drin sein. Denn hier sehen Sie, dieser Aufsatz ist sehr, sehr flexibel. Der passt sich dementsprechend dann den Bodengegebenheiten an. Und jetzt haben wir einmal gesehen, um die Staubflusen und die Tierhaare wegzumachen. Und hier haben wir jetzt auch noch ein Mikrofasertuch. Und das kann ich jetzt ganz leicht befeuchten, nebelfeucht machen, ohne irgendwelche Chemie. Oder hier, das sehen wir jetzt, das weiße Tuch, übrigens auch im Lieferumfang enthalten, um den Staub wegzukriegen. Einfach mal zum Zwischendurch meinen Boden wieder reinigen. Und den Aufsatz, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, der ist natürlich bestens geeignet, gerade im Eingangsbereich. Wenn die Kinder oder der Hund mal wieder in die Wohnung kommt mit dreckigen Füßen, die Schuhe nicht gleich auszieht, der Hund sowieso nicht, und dann ist alles dreckig. Jetzt kann man natürlich den großen Wischeimer richten und den Wischmopp rausholen und dann gründlich putzen. Oder man nimmt unseren kleinen Wischroboter und lässt ihn hier einfach die diese Stelle reinigen. Ich muss nicht mal dabei sein, denn er erkennt Hindernisse. Dann wechselt er, sobald er gegen eines leicht anstößt, sofort die Richtung und putzt so langsam, aber sicher wirklich die ganze von Ihnen gewünschte Fläche. Feucht oder trocken, nur staubwischen, so wie Sie es möchten. Und das zu einem unglaublich sensationellen Preis. Nämlich 19,90 Euro kostet unser Staubwischroboter gerade mal. Und die Bestellnummer ist die NC 7776. Und die 569. Es ist doch schön, wenn ich mich einfach zurücklehnen kann, den Abend genießen kann, während so ein kleiner Roboter alles für mich macht. Er hält übrigens bis zu 8 Stunden durch, ohne einmal die Batterie zu wechseln. Und starten tue ich ihn einfach durch einen Druck hier drauf und durch sein 360-Grad-Gelenk hier unten, das sehen wir, ist 360-Grad drehbar, kann er in jede Richtung navigieren und so langsam aber sicher Ihren kompletten Boden reinigen. Also für mich ein unbedingtes Muss, zumal bei diesem Preis. 19,90 Euro für das Reinigen mal zwischendurch. Das ist doch eine tolle, tolle Sache. Für dieses Geld arbeitet heutzutage keine Putzfrau mehr. Und hier sehen wir es nochmal, bis zu 8 Stunden Wischdauer. 360 Grad beweglich in alle Richtungen, variables, absenkendes Wischblatt und das Ganze für 19,90 Euro mit der Bestellnummer NC 5776 und der 569. Jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema. Und nach dem Wischen kommt immer das Staubsaugen. Egal ob Teppichböden, aber natürlich wie hier auch mal Laminat oder Parkettböden. Einfach überall in der Wohnung durchsaugen. Und da gibt es verschiedene Philosophien. Ich glaube, die weibliche Philosophie ist, einmal am Tag muss gesaugt werden. Die männliche Philosophie ist, einmal alle 1-2 Wochen wird auf jeden Fall reinigen. Ganz egal, wie oft Sie das machen. Unseren Staubsaugerroboter, den können Sie entsprechend programmieren. Mit einem 24-Stunden-Putzplan, den Sie ihm vorgeben, wird er genau dann staubsaugen, wenn Sie ihm das sagen. Wenn Sie sagen, einmal pro Tag, zweimal pro Tag, macht er das. Wenn Sie sagen, einmal in der Woche, macht er das auch. Und das mit seinen wunderbaren Sensoren. Denn die finden den Schmutz
ohne Probleme, saugen ihn auf und reinigen hier jederzeit ihren Boden. Und das ganz ohne zu murren. Und wenn das Akku mal leer sein sollte, wie hier, dann fährt der Staubsaugerroboter ganz, ganz einfach in seine Dockingstation und lädt sich wieder auf. Und das Ganze ist auch mit einer Fernbedienung zu bedienen. Ich kann ihn programmieren oder direkt bedienen. Und ich mache es mal hier einfach mal mit der Fernbedienung. Wir schalten ihn einmal an. Das machen wir jetzt. So, und jetzt geben wir ihm den Befehl zum Losfahren. Und dann reinigt er. Ich kann mich jetzt wieder ganz beruhigt in meinen Stuhl setzen und kann ihm sagen, wo er putzen soll. Ja, geh mal ein bisschen nach links, geh mal ein bisschen nach rechts. Und dann macht er das. Und Sie sehen jetzt genau, mit welchem Erfolg. Und dann sehen Sie die kleinen Bürsten vorne. Die sorgen dafür, dass es auch im hintersten Eck richtig sauber wird. Und das Schöne ist natürlich, er ist auch flach und elegant gebaut. Und das heißt, er kommt auch überall drunter, wo er hin soll. Unter Betten, unter Decken, überall drunter. Also auch unter Ihren Schrank, unter Ihr Sofa. Und macht dann langsam, aber sicher mit seinen Sensoren Ihre ganze Wohnung frei. Sie können spielen wie ich mit der Fernbedienung oder Sie programmieren ihn vor. Ja, zum Beispiel, wenn Sie um 8 aus dem Haus gehen, sagen Sie Ihrem Staubsaugerroboter, um 9 fängst du an zu saugen und dann saugst du die ganze Wohnung. Und Sie können sicher sein, wenn Sie nach Hause kommen, ist das ein Gefühl, wie man früher gesagt hat, die Heinzelmännchen sind da gewesen, weil die Wohnung ist schon gesaugt. Und wenn man da nur eine halbe Stunde Zeit am Tag spart, dann ist das doch schon mal richtig klasse. Und diesen Staubsaugerroboter, den gibt es gerade mal für 170,91 €. Viele meiner Freunde haben den mittlerweile gekauft und sind alle hochzufrieden mit ihm. Denn er ist nicht nur effektiv, sondern er spart auch noch Kosten. Und ich stoppe ihn jetzt einfach mal. Kleinen Moment, komm, bleib mal stehen, kleiner Freund, und zeig Ihnen mal das Innenleben. Denn das ist auch ganz, ganz wichtig. Denn hier arbeiten wir ohne Beutel. Das heißt, wir haben einen Behälter mit 0,4 Liter und den zeige ich Ihnen jetzt mal. So, einmal auf die Knie und wir machen ihn auf. Und hier sehen wir jetzt diesen kleinen Behälter. Und den nehme ich einfach raus und da sehen Sie jetzt die ganzen Konfettis, die er jetzt gerade aufgesaugt hat. Die kann ich jetzt problemlos ausleeren, aber muss ich ja noch nicht, ist ja noch nicht voll. Filtertechnik auch vorhanden. Behälter einfach wieder rein, wieder schließen. Und dann wieder auf Start drücken, am besten an der Fernbedienung, das ist am bequemsten. Und weiter geht die Putzaktion. So, Sie sehen, wunderbar durchdacht und alles so, so einfach. Und das kommt zu Ihnen nach Hause für 170,91 €, wenn Sie das möchten. Es ist ein Helferlein, an das man sich so schnell gewöhnt. Und stellen Sie sich jetzt selber mal vor, nie mehr selber staubsaugen. Und das ist möglich mit der Bestellnummer NC5724 und der 569. 24-Stunden-Timer, Autosteuerung mit 9 Sensoren. Der erkennt Stufen und umfährt Hindernisse fast berührungslos. Verschiedene Reinigungsmodi haben wir auch noch und ein extra flaches Design, sodass er ohne Probleme auch mal unters Bett, unter den Schrank, unters Sofa kommt und dort überall reinigt. So, für mich das Lästigste an der Hausarbeit überhaupt und deshalb versuche ich mich, wenn es geht, immer darum zu drücken, ist Fensterputzen. Ich finde es einfach unangenehm. Es macht mir keinen Spaß. Und wenn ich dann mal putze, dann habe ich meistens noch irgendwo Schlieren, muss es nochmal machen. Man muss irgendwelche Verrenkungen machen, je nachdem, wie hoch das Fenster ist. Ja, und dann hat man noch einen Wintergarten, dann wird es noch schlimmer. Aber jetzt habe ich Ihnen die perfekte Lösung, nämlich unseren Sichler Fensterputzroboter. Ein Fensterputzroboter der neuesten Generation. Ich möchte ihn Ihnen mal vorführen, denn wir haben ihn hier natürlich jetzt auch im Studio. Und der arbeitet mit der neuesten Technologie. Früher waren die mit Magneten gesteuert. Geht heute nicht mehr, ganz einfach, weil die Fenster werden immer dicker. Und deshalb neueste Generation. Eine innovative Ansaugtechnik, die wir hier haben. Und ich brauche ihn nur einzuschalten und schon saugt er sich an der Scheibe fest. Da ist es ganz egal, habe ich eine Doppelverglasung, eine Dreifachverglasung, ganz, ganz egal. Und dann gebe ich ihm den Befehl, putz mal los. Und dann macht er das, dann reinigt er mein Glas. Und genauso, wie ich es ihm sage, von links nach rechts, von oben nach unten. Auch hier kann ich ihm natürlich ein Programm vorgeben. Ich kann ihm sagen, was er machen soll. Oder ich steuere ihn direkt mit der Fernbedienung. Das bleibt Ihnen überlassen.
Er reinigt auf jeden Fall ihr Fenster. Sauberkeit, die Sie so gar nicht hinkriegen würden, denn wir haben hier zwei Mikrofaserpads unten dran, die ich Ihnen gleich nochmal zeige. Und damit wird die Scheibe ohne Einsatz von Chemie absolut sauber. Und das funktioniert auch an Dachfenstern mit leichter Schräge, also bis zu 45 Grad. Und ich brauche mich nicht mehr abzumühen, ich habe kein Problem mehr, gerade auch außen an den Scheiben, dass es für mich gefährlich wird. Ich setze ihn an die Scheibe und lasse ihn putzen. Und das geht natürlich nicht nur an Fensterscheiben, sondern auch an anderen ebenen Oberflächen. Ich erinnere oder meine zum Beispiel Ihren Badfliesenspiegel. Komplettes Bad geblättert und das zu reinigen ist oftmals auch sehr, sehr anstrengend. Und hier können wir das ganz problemlos mit diesem Fensterputzroboter ebenfalls erledigen. Genauso natürlich auch Duschkabinen und Ähnliches. Und ich habe gesagt, ich zeige Ihnen mal kurz das Innenleben noch genauer, während wir hier unserem Fensterputzroboter noch mal zuschauen, der alles gründlichst reinigt. So, und hier sehen wir diese zwei Pads noch mal, die für die Reinigung zuständig sind. Ich persönlich mache es gern eine leicht befeuchten, wirklich nur nebelfeucht mit Wasser und die andere trocken lassen. Dann wischt die eine noch ein bisschen gründlicher und die andere poliert nach. Und so wird wirklich jedes Fenster absolut sauber. Ich brauche mich nicht mehr anstrengen und wunderbar ist es übrigens auch für Gewerbetreibende. Wenn Sie ein großes Schaufenster haben, womöglich noch in der Fußgängerzone, dann lassen Sie mal diesen Fensterputzroboter die Arbeit für Sie machen. Zwei Effekte sind, Sie sparen die Fensterputzfirma, die alle 6-8 Wochen zu Ihnen kommt, und der zweite Effekt ist, es ist ein Wahnsinnsblickfang für Ihre Kundschaft. Die wird vorbeilaufen an Ihrem Schaufenster und stehen bleiben und sich verwundert die Augen verdrehen und denken, was ist denn das? Und es ist Ihr Fensterputzroboter. Und ein Sicherungsseil ist übrigens auch noch dabei, falls Sie mal außen in großer Höhe Fenster putzen und es sollte ein Stromausfall sein. Dann würde der Roboter immer noch 30 Minuten mit seinem Notfallakku angesaugt bleiben. Aber wenn es dann in 30 Minuten nicht bewerkt würde, würde er abstürzen. Und das ist wie bei einem Bergsteiger, einfach ein kleines Sicherungsseil, dass das nicht passiert. Also rundum eine richtig tolle Sache. Fensterputzen, innen, außen, Wintergärten, Fliesenspiegel, Duschkabinen. All das brauchen Sie ab sofort nicht mehr zu machen, wenn Sie sich für unseren Fensterputzroboter entscheiden. Denn der übernimmt die Arbeit für Sie. Und das für gerade mal 313,41 Euro mit der Bestellnummer NC5805 und der 569. Kommt er natürlich porto- und versandkostenfrei zu Ihnen. Und Sie brauchen ihn nur noch auf die Scheibe zu setzen, die Sie geputzt haben wollen. Und dann macht er das sofort. So, geputzt haben wir jetzt wirklich genug. Aber hier sehen wir noch mal den intelligenten Fensterputzroboter in der Übersicht. Der innovative Technologie, ganz klar durch diesen Unterdruck. Und für jede Glasdicke geeignet, das ist wichtig. Und Sie schwitzen nicht mehr, Sie schauen entspannt zu oder machen in der Zeit etwas anderes. Zum Beispiel etwas Gutes kochen. Und da kommen wir zu unserem nächsten Produkt. Wenn man gut kocht, nimmt man auch gute Gewürze, zum Beispiel Knoblauch, viel Zwiebeln oder Ähnliches, und hat dann einen gewissen Geruch in der Wohnung, den man beim Essen sehr begrüßt. Aber irgendwann nach dem Essen wird dieser Geruch, ja, ich sag mal, doch etwas aufdringlich. Und dann wäre es schön, wenn man diesen Geruch einfach eliminieren kann. Und das kann man ganz, ganz leicht mit unserem hochwirksamen, hocheffektiven Luftreiniger mit Ionisatortechnik. Und hier sehen wir ihn im Einsatz. Einmal eingeschaltet, wird er in wenigen Minuten für absolut gute Raumluft sorgen. Und das bei Räumen bis zu 100 Quadratmetern. Und Sie haben vielleicht so ein Duftspray oder Ähnliches, was die Gerüche übertüncht und aber nicht zerstört. Der Luftreiniger macht was ganz anderes. Der spaltet diese Geruchsmoleküle und bringt einfach vorne wieder frische Luft raus. Ich vergleiche das gern mit einem Sommerregen. Wenn man nach so einem richtigen Regenschauer mal rausgeht und tief Luft holt, dann hat man genau das gleiche Empfinden wie das, was unser kleiner Luftreiniger hier macht.
Und der ist natürlich hocheffektiv und macht noch ganz andere Sachen. Denn er vertreibt nicht nur Gerüche, sondern auch Pollen, Viren, Bakterien. Zum Beispiel auch Zigarettenrauch, Milben. Hier sehen wir es. Die ganze verunreinigte Luft mit ihren Schadstoffen wird eingezogen. Und auf der anderen Seite kommt gereinigte Luft raus. Natürlich auch hervorragend geeignet für alle Allergiker. Je nachdem, wann die Pollen fliegen, auf die sie allergisch sind, werden sie das kennen. Dicke Nase, dicke Augen. Und nicht mal zu Hause kommt man zur Ruhe. Mit diesem Luftreiniger ist das Schnee von gestern. Denn der macht mit den Pollen genau, was er auch mit Rauch macht. Hier hinten einziehen und vorne gereinigt raus. Also beruhigt wieder tief Luft holen. Auch wenn Sie mal das Rauchen in Ihrer Wohnung wieder erlauben. Na, was weiß ich, ein schöner Spieleabend und man raucht dabei. Stellen Sie den Luftreiniger nachts auf, schalten ihn ein. Und am nächsten Morgen werden Sie nicht mehr erahnen, dass bei Ihnen geraucht wurde. Einfach anzuwenden, anschalten und fertig. Und das Ganze gibt es für 23,66 € mit der Bestellnummer NC 5328 und der 569. Für mich ein absolutes Highlight. Er sieht gut aus, ein Design-Highlight, passt in jede Küche, in jedes Wohnzimmer und hat auch noch zwei Stufen. Einmal Turbo und einmal den etwas ruhigeren oder den noch etwas langsameren Modus. Beides flüsterleise, egal wie Sie ihn einstellen. Strom braucht da auch nicht viel, 9 Watt Leistung gerade mal. Also da braucht eine Scheibe Toast mehr Energie, als wenn der Lüfter den ganzen Tag läuft. Machen Sie es wie viele unserer Zuschauer, holen Sie sich diesen Luftreiniger. So, und jetzt kommen wir noch zu einem absoluten Design-Highlight für mich. So, und wenn Sie ihn gleich sehen vor mir, werden Sie denken, was ist denn das? Ich kann es Ihnen sagen, das ist ein Ventilator, aber ein Ventilator der Extraklasse. Und das wird Ihnen gleich auf den ersten Blick einfallen, weil Sie werden denken, ups, Ventilator, da fehlt doch was. Haben Sie eigentlich recht? Und eigentlich auch nicht, denn hier arbeiten wir ohne Rotoren. Ich möchte Ihnen das mal beweisen. Ich mache jetzt mal den Ventilator an. Einfach hier mit diesen Elementen kann ich ihn anschalten. So, und dann, na Moment, anschalten müssen wir noch hier einmal drücken. Und jetzt gebe ich ihm die Power vor. Und jetzt bläst er hier gleichmäßig den Luftstrom durch diesen kleinen Schlitz rauf. Aber das Ganze ohne irgendwelche Gefahr für Ihre Hände. Denn hier ist kein Rotor im Spiel. Und Sie wissen, wie gefährlich das mit Rotoren sein kann. Aber Ihre Enkel, Ihre kleinen Kinder oder auch Ihre Haustiere, die wissen das nicht. Und wenn die mal mit einer Pfote oder mit einer Tatze oder mit ihrer Hand in den Rotor kommen, dann kann das üble Verletzungen haben. Hier passiert das natürlich nicht. Ich kann ihn flexibel einstellen, kann natürlich ihn auch drehen lassen. Also hier von links nach rechts, von rechts nach links, kann den Winkel einstellen, wie er denn das Gebläse verteilen soll. Das ist auch schön. Schauen Sie mal ein bisschen weiter zurück oder ein bisschen höher und dementsprechend im richtigen Winkel einstellen, wie Sie das mögen. Das Ganze kann ich dann auch noch bequem hier mit der Fernbedienung steuern. Und da sehen wir an, aus. Wir sehen aber auch unten zwei Timer-Funktionen, und zwar 1 Stunde und 2 Stunden. Ich kann Ihnen also auch sagen, arbeite mal nur 1 Stunde. Besonders schön, wenn man abends im Bett liegt und einschlafen möchte, noch ein bisschen frische Luft. Da ist es ja unnötig, dass dieser Ventilator die ganze Nacht läuft. Nach 1 Stunde schaltet er dann automatisch aus. Der ist also ein Design-Highlight für mich und wunderbar ist natürlich auch einfach zu reinigen. Denn bei herkömmlichen Ventilatoren hat man ja diese Flügel, diese Rotorblätter und da sammelt sich der Staub. Und wenn er da mal eine Woche nicht gelaufen ist, man macht ihn wieder an, das Erste, was man macht, nicht frische Luft verteilen, sondern Staub in der ganzen Wohnung verteilen. Oder man macht natürlich das Schutzgitter weg, reinigt ihn erst. Das ist sehr, sehr aufwendig. Hier fahre ich einfach mit einem feuchten Tuch einmal außen rum und kann ihn reinigen. Und das ist nicht nur als Standventilator ein Highlight, denn ich kann ihn auch ohne Probleme an die Decke oder an die Wand hängen. Und dann ist die Fernbedienung natürlich noch sinnvoller, weil dann muss ich nicht hochgreifen an die Decke, sondern kann einfach mal draufdrücken und er läuft los. Das ist ein Ventilator, ja, der wirkt schon richtig futuristisch, als käme er aus einer anderen Dimension. Und ich bin mir sicher, es wird auch bei Ihnen in der Wohnung ein absoluter Hingucker.
sein. Ein Blickfang für alle ihre Gäste. Oh, was ist denn das? Weil sowas sieht man wirklich nicht alle Tage. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass dieser rotorlose Designventilator gerade mal 59,95 € kostet, dann ist das doch wieder mal eine Preissensation bei Pearl TV. Da muss man einfach zuschlagen. Die Bestellnummer sage ich Ihnen noch, das ist die NC5767 und die 569. In 2-3 Tagen ist er bei Ihnen. Und wenn es dann wieder richtig warm wird, dann haben Sie frische Luft aus diesem rotorlosen Designer-Ventilator. Und das ist mal richtig schön erfrischend. Viel Spaß damit!